Ein kaltblütiger Mord ohne jedes Motiv. In der Verfilmung von Ferdinand von Schirachs Weltbestseller Der Fall Collini spielt Elias Mbarek einen jungen Anwalt, der durch einen scheinbar aussichtslosen Fall einen der größten deutschen Justizskandale aufdeckt. Rechtsanwalt Leinen wird Fabrizio Collini als Pflichtverteidiger beigeordnet. Haben Sie bei der Polizei schon ausgesagt? Wie lange sind Sie jetzt Rechtsanwalt? Seit knapp 3 Monaten. Du hast einen großen Auftritt vor dir. Nicht zu übertreiben, Hans. Immerhin hat er Hans Meyer umgebracht. Was? Der Konflikt ist, er kennt das Mordopfer. Und dieser Jean-Baptiste Meyer ist jemand, der im Grunde so ein Erziehvater für ihn war. Und umso mehr möchte Kasper wissen, warum er erschossen wurde. Und umso schwieriger ist es für ihn, diesen Mörder zu verteidigen. Aber er kommt aus der Nummer nicht mehr raus. Ich verteidige den Mörder von Hans. Du bist doch einer von uns. Du kannst so jemanden nicht verteidigen. Ich habe die Pflichtverteidigung angenommen. So einfach komme ich da nicht mehr raus. Sie wollen Verteidiger sein. Also verhalten Sie sich wie einen. Der Junge muss sich entscheiden, auf welche Seite er sich stellt. Hält er am Schluss zu seiner Familie oder wendet er sich gegen die Familie, weil es dem Recht entspricht und seinem Gerechtigkeitsgefühl? Ich würde Ihnen gerne ein Angebot machen. Bringen Sie Collini dazu, dass er gesteht. Herr Collini, warum sagen Sie mir nicht einfach, was passiert ist? Er hat diesen Mord begangen, aber es gibt einen Grund dafür. Wussten Sie überhaupt, wer er war? Ich weiß, wer er war. Ich bin großer Ferdinand von Schirach-Fan. Ich habe alle Bücher von ihm gelesen. Wir waren auch vor Beginn der Dreharbeiten zusammen essen und haben über das Buch geredet. Er war auch am Set und hat schon ein bisschen was vom Film gesehen. Und ich glaube, wir werden ihn nicht enttäuschen. Er sieht wunderbar aus. So sehen Anwälte aus, wenn sie ganz ordentlich sind. Elias hat sich wirklich sehr ausführlich und früh auf diesen Film vorbereitet. Ist ins Gericht gegangen, hat mit vielen Anwälten gesprochen, hat sehr viel Recherche gemacht, konnte die Strafprozessordnung auswendig. Ich glaube, dass das für Elias eine spannende Aufgabe ist. Ich freue mich als Kollegin total für ihn. Das ist einfach immer der Traum natürlich eines jeden Schauspielers, ja, Dinge spielen zu dürfen, die vielleicht auch weiter weg sind von dem, worin das Publikum einen häufig sieht. Ich finde ihn großartig. Er ist ein fantastischer Schauspieler, sehr talentiert und ein toller Kollege. Außerdem sehr bescheiden. Wir verstehen uns wirklich gut. Ich war wirklich sehr beeindruckt von Elias Mbarek, weil er so intensiv wirkt und eine so hohe Leinwandpräsenz hat, wie das Menschen selten haben. Wollen Sie gleich in Ihrem ersten Prozess alle Regeln außer Kraft setzen? Also was mich gereizt hat und was hoffentlich auch den Zuschauer mitnimmt, ist, dass ein ziemlicher Außenseiter über diesen Fall stellvertretend für eine ganze Generation moralisch über sich hinauswächst. Also der Zuschauer kann sich auf jeden Fall auf eine hochemotionale Geschichte freuen. Es ist alles sehr echt, es ist sehr berührend, es ist sehr spannend, es ist sehr bildgewaltig, großartig inszeniert und reißt einen einfach in so einen Sog. Ihre neuen Erkenntnisse, Ihren Trumpf im Ärmel, lassen Sie es, mein Junge. Sie haben Angst, dass ich die Rolle nicht einnehme, die Sie für mich vorgesehen haben. Elias Mbarek in einem spannungsgeladenen Drama über die Suche nach Gerechtigkeit. Der Fall Collini, ab 18. April im Kino.